Hallihallo, ich präsentiere euch heute mein Infolaborprojekt. Ich wollte ein Vier-Gewinn-Spiel erstellen in C++. Damit fange ich jetzt auch direkt an. Und zwar als erstes werde ich euch meinen Quellcode vorstellen und danach eine Vorführung euch zeigen. Als erstes habe ich meine Bibliotheken eingebunden, auch die Header-Datei. Dann kommt die Vorschleifen, wo ein rundenbasiertes Spielen ermöglichen, Spieler gegen Spieler zum Beispiel. Danach kommen die Bedingungen und die Möglichkeiten, die der Spieler 1 hat, um seinen Stein zu setzen. Entsprechend darauf kommen die Möglichkeiten und Bedingungen, die der Spieler 2 hat, um seinen Stein zu setzen. In den einzelnen Zügen dann entsprechend. Hier kommt dann, habe ich die Spielsteinfarben implementiert, dass man entsprechend rot und grün hat, dass man sie auseinanderhalten kann. Der Aufbau des Spielfeldes und die Gewinnbedingungen, damit das Programm erkennt, wann Gewinnzustand erstellt wurde und damit dann das Spiel beendet. Hier habe ich dann noch eine kleine KI eingefügt, welche aber nicht direkt eine KI ist, sondern das ist im Grunde genommen nur ein Zufallsgenerator, der einen Stein zufällig ins Spielfeld einsetzt. Dann machen wir weiter mit der Main-Datei. Da habe ich auch entsprechend die Bibliotheken eingebunden. Hier habe ich auch nochmal dazu geschrieben, dass die KI nicht wirklich eine KI ist. Und dann habe ich hier die einzelnen Switch-Case-Funktionen eingefügt, wo den Spielaufbau zusammenführen in der Main-Datei. Hier zum einen Spieler gegen Spieler und hier zum anderen Spieler gegen Computer. Und hier dann noch die Header-Datei. Entsprechend alles ausgelagert. So, jetzt führe ich euch das Ganze noch kurz vor. Und zwar haben wir hier dann die Matrize. Kann man hier auswählen, Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen Computer. Ich mache jetzt mal Spieler gegen Computer. Und dann kann man die Steine entsprechend setzen nach Wahl. Grün ist jetzt der Computer und er setzt jetzt, so wie programmiert, zufällig die Steine ins Feld irgendwo ein. Und jetzt sieht man hier, dass der Gewinnzustand eingetroffen ist, dass 4 Stück in einer Reihe sind und entsprechend habe ich jetzt gewonnen.